Welcome to this podcast. Water Polo Expert Talk. Get the insights. Hallihallo und herzlich willkommen aus Hannover. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei der zweiten Episode des Water Polo Expert Talk Podcastes. Nach der ersten Episode mit Michael Zähmer haben wir diesmal einen ehemaligen Weggefährten von Michael im Gespräch, nämlich Raúl de la Peña, ehemaliger Weltklasse-Spieler bei den Wasserfreunden Spandau 04 Berlin, Nationalspieler, Olympiateilnehmer und heute Trainer bei den Wasserfreunden in Fulda. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ja, Raúl, herzlich willkommen in der nächsten Episode des Podcastes. Freut mich total, dass du der nächste Gast bist nach Michael in der letzten Episode als Opener sozusagen. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat auch sehr, sehr schön, schnell und unkompliziert geklappt. Vielen Dank dafür nochmal. Vielleicht so ein bisschen zu deiner Person. Ich meine, mit Spandau und der Nationalmannschaft natürlich vielen aus der Wasserballlandschaft in Deutschland immer noch bekannt. Viele, viele Erfolge seinerzeit gefeiert als Aktiver in mehreren Stationen, sage ich jetzt mal, quer über Deutschland verteilt. Dann aber natürlich auch mit Olympischen Spielen, Europameisterschaften und über 300 internationalen Spielen, glaube ich, habe ich in der Vorbereitung so ein bisschen rausgelesen und rausgefunden. Natürlich schon eine echte Hausnummer und jetzt seit Ende letzten Jahres ja dann schon in der lokalen Presse so ein bisschen als Trainer-Coup angekündigt und tituliert. Das freut mich natürlich total, dass wir jetzt da so ein bisschen über die Historie ein bisschen uns unterhalten können und natürlich auch über die aktuelle Situation in Fulda. Also vielleicht von deiner Seite noch mal so ein paar Worte zum Anfang zu deiner Person. Na gut, so jetzt vielen Dank für die Einladung und ich rede gerne über meine Zeit in Deutschland oder meine Zeit mit beschäftigt mit Wasserball, weil ich mag wirklich sehr gerne in Deutschland zu sein und über Wasserball zu spielen. Was soll ich dir sagen? Ich bin auch mit Michael zusammen ein paar Jahren Nationalmannschaft gespielt. Das ist eine Weile her. Ich bin schon etwas älter wie Michael auch. Aber na gut, ich war in Deutschland bis 2000 als Aktiver, aber dann bin ich in Mexiko auch als Trainer. Und ja, mein Gott, ich glaube, ich habe nicht mehr als vielleicht 6 Monate irgendwann in 2008 weg vom Wasserball, aber ich bin immer irgendwie in Mexiko oder in Deutschland, habe ich immer was gemacht und ich glaube, ich werde das weitermachen. Ne? Und jetzt hattest du ja auch gerade schon gesagt, bist noch so ein bisschen mit einigen von den alten Weggefährten ja auch verbunden über die sozialen Medien, die es ja heutzutage gibt und natürlich auch mit dem Wasserball immer noch verbunden jetzt logischerweise als Trainer in Fulda. Aus der Vergangenheit heraus, ich meine, was natürlich auch immer ganz spannend ist, wie jemand zum Wasserball kommt überhaupt. Ja? Also wie bist du zum Wasserball gekommen? Ja, na gut, im Prinzip, ich war Schwimmer, viele, viele Schwimmer. Am Ende werden Wasserballer. In Deutschland ist es schwer, Wasserball zu spielen, in Mexiko ist es noch schwer. Wasserball zu spielen in Mexiko ist nicht ganz normal, aber ich habe angefangen schwimmen, so wettkämpfemäßig mit 5, 6 Jahren, ob du das glaubst oder nicht, aber ich hatte wirklich jeden Tag trainiert. Und nach 5 Jahren, mehr oder weniger, bin ich etwas voll von Schwimmen und habe ich bei uns in der UNAM, Universität von Mexiko, war ein Schwimmwettkampf und habe ich Wasserball gesehen. Und mir war wirklich, ich war sehr begeistert und nach 2, 3 Monaten habe ich, meine Eltern wollten mich weiter als Schwimmer halten, weil ich hatte schon 5 Jahre. Aber Wasserball war wirklich sehr interessant. Und seit ich 10 Jahre alt bin, spiele ich Wasserball. Ich habe angefangen mit 10 und ich habe mein letztes offizielles Spiel in Deutschland in 2000. Das heißt, ich habe mit 34 Jahren kein Wasserball mehr als aktiv. Obwohl ich habe noch in Mexiko Masters noch ein bisschen gespielt.
Und seit 2000 bis heute, fast 20 Jahren oder 20 Jahren, bin ich Trainer. Ich bin Nationaltrainer in Mexiko länger als 10 Jahren. Und na gut, ich bin jetzt wieder in Deutschland, aber na gut, zurück mit Basketball als Kind. Und jedenfalls für mich war viel schöner, nach so vielen Jahren Schwimmen, hinten einen Ball zu schwimmen. Und mit Leuten, normalerweise mit 5, mit 6, fast in Mexiko waren nicht viele Kinder in diesem Alter schon mit Training jeden Tag. Und wenn auf einmal mit 10 habe ich mich entschieden, Basketball zu spielen, waren viele Kinder dabei und hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und Sport für mich und für meine Familie war immer keine Frage, musste sein. Und Basketball in dieser Zeit oder für mich mehr als ein Sport war wirklich, habe ich immer Spaß, habe ich wirklich bis jetzt immer noch. Und so bin ich mehr oder weniger zum Wasserball. Und wenn du sagst, in Mexiko der Stellenwert des Wasserballs als Sportart, wie würdest du den einschätzen aktuell? Ja, leider, wie alle Mannschaftssporten bei uns in Mexiko, ist es sehr schwer, weil das heißt Geld. Mexiko leider hat andere große Probleme als Sport treiben. Und wenn die mexikanische Regierung versucht vielleicht Leistungssport helfen oder fordern, es ist ein bisschen billiger, sagen wir mal so, oder ich weiß nicht, ob das das richtige Wort, keine Mannschaftssport, sondern Einzelsporten. Und in Mexiko vor mir, in den 60er, 70er Jahren, Mexiko war immer in der ersten 10, 8 Welt, war wirklich ganz gut, aber muss man nicht vergessen, in Mexiko war in 86 die Olympischen Spiele und in 75 war die Pan American Games. Und deswegen fast alle Sportarten waren in Mexiko ziemlich ganz gut. Leider, Mexiko war zum letzten Mal Olympische Spiele mit Wasserball in 76 in Montreal und immer weniger Hilfe oder Unterstützung. Und ja, es ist schwer. Mexiko ist sehr groß, es ist 5-mal Deutschland. Und damals, wenn ich angefangen habe, fast das ganze Wasserball war nur in Mexiko-Stadt. Und Mexiko-Stadt damals war 18 Millionen Leute, es ist auch sehr groß, aber war schwierig, Platz zu finden und eine Wasserballmannschaft zu bauen. Mittlerweile mit der Zeit in Mexiko war Wasserball fast überall in Mexiko, aber sehr, sehr mehr zum Spaß als richtig so Leistungssport. Die Leute hat das gemacht und weil, wie gesagt, bei Wasserball kann man sehr viel Spaß haben und nicht viele Leute hat richtig so Wasserball gelernt damals und fast jeder war ein Trainer, ein Schwimmtrainer, konnte Wasserballtrainer sein. Meine, finde ich gut, aber wir auch in Mexiko ist es schwer, wir sind ganz schön weit weg. Ich nehme an, richtig Wasserball zu spielen, am besten in Europa. Es ist alles ziemlich nah zusammen und es gibt wirklich sehr viele Leute mit sehr viel Idee vom Wasserball überall in Europa. Die Leute aus Serbien, Kroatien, Spanien, Italien, Deutschland. Es wird in Deutschland ein bisschen, immer noch, ein bisschen, oder kann man besser über Wasserball reden als in Mexiko. Ne? Und das, wenn du sagst, okay, irgendwann war mir Schwimmen, ich sag mal, zu langweilig, dann kam der Ball ins Spiel und dann natürlich dann die ganzen Begebenheiten innerhalb von Mexiko waren dann vielleicht auch irgendwann leistungstechnisch für dich persönlich dann irgendwann ausgeschöpft, dann kam also die Idee, also wasserballtechnisch nach Europa zu gehen. Ja, na gut, wenn ich angefange mit Wasserball zu spielen, Ich konnte wirklich sehr gut schwimmen. Damals, in dieser Zeit, ich war einer von den besten Schwimmer Mexikos, damals. Und das war im Prinzip für Wasserballspiele mit 10. Habe ich Spaß, weil war nicht nur Wasserball, haben wir gewonnen. Und das war wirklich ganz gut. Und na gut, ich bin
keine normale Mexikaner körperlich. Ich bin fast 2 Meter groß. Und seit ich ein Kind war, ich war größer als fast alle anderen in meinem Alter. Mit 10 habe ich Wasserball angefangen, aber mit 15, ich war schon in der Nationalmannschaft. Vielleicht nicht in der ersten 13, aber sag mal so, ich war schon ein paar Mal gefragt. Und in jedem Fall in dieser Zeit, das war mehr oder weniger in den 80er Jahren, waren immer noch ganz gute Spieler, so wie Armando Fernandez. Ich weiß nicht, ob du immer noch ihn kennst. Mhm. Er ist vielleicht der beste Wasserballer Mexikos und hat auch in Deutschland sehr gut und sehr viel Wasserball gespielt. Und na gut, ich war wirklich sehr, sehr interessiert und sehr kompromittiert mit Wasserball. Und langsam mit 16, 17 habe ich angefangen, nach USA, nach Kanada, nach Brasilien haben wir Wettkämpfe, so habe ich immer mehr und mehr Lust. Und irgendwann in, wann war das? Das in 86 war Spandau in Mexiko. Spandau ist im Trainingslager nach USA, aber die erste 2-3 Wochen, aber eine Woche sind nach Mexiko gegangen. Armando Fernandez hatte damals in Spandau gespielt. Und na gut, in Mexiko, unser Niveau war nicht besonders gut. Und Spandau war vielleicht die beste Mannschaft in dieser Zeit Europas oder in der 80er Jahren war wirklich ganz gut. Und mit der Nationalmannschaft haben wir uns alle zusammengetan und eine Woche lang Training gegen Spandau. Und nach einer Woche, ich war überrascht, die Leute von Spandau haben auf mich gefragt und war sehr interessiert, aber da war nur so, war nur eine Woche. Wenn ich ehrlich bin, ich habe das nicht richtig geglaubt, weil als Mexikaner, wenn du sagst, Spandau 04 und da in Europa sind bestimmt Ungarn und Leute auf anderen Orten, wo besser Wasserball spielen können. Aber dann bin ich, Spandau ist nach USA noch 2 Wochen. Und ich bin auch nach USA gegangen. Damals konnte ich, oder ich habe versucht, ein Stipendium in der Universität. Und dann bin ich nach Kalifornien. In USA wird, glaube ich, immer noch am Wochenende ab und zu Turnier machen, wo du spielst 2-mal am Freitag, 3-mal am Samstag und 1-mal am Sonntag. Spielst du 5-6 Spiele am Wochenende. So Vorbereitung. Es ist nicht ein NCAA oder Nationalturnier, aber es gibt viel Wasserball. Und nach 2 Wochenende habe ich wieder gegen Spandau gespielt, aber dieses Mal nicht mehr mit der Nationalmannschaft Mexiko, sondern mit verschiedenen Unis. Und war wieder die Frage, ob ich Lust hätte nach Europa. Ich sage, ja, klar, bin ich sehr interessiert. Dann Spandau ist wieder nach Europa, nach Deutschland. Ich bin wieder nach Mexiko. Es ist mehr als 4 Wochen lang. Ich habe nicht mehr was gehört. Habe ich gedacht, na gut, war gut, aber vielleicht ist kein Interesse mehr. Und dann auf einmal am Sonntag, 4 Wochen später, hat Armando Fernandez nach Hause angerufen und gefragt, hey Raul, wie sieht es aus? Spandau 1 und Spandau 2 sind im Halbfinale Pokal damals. Und willst du mitmachen? Du solltest mit der zweiten Mannschaft mitmachen. Und es wäre ganz gut, es ist nie einmal passiert, wenn 2 Mannschaften von der gleichen Verein im Finale Pokal und vielleicht du konntest uns helfen. Ich sage, ja gut, und wie sieht es aus? Ja, morgen hast du ein Ticket, wenn du willst. Kannst du nach Deutschland, wenn du willst. Und dann habe ich einfach meine Eltern Bescheid gesagt und bin ich nach Deutschland. 2 Wochen lang haben wir also, ich habe mit Spandau trainiert und dann ist diese Halbfinale. Spandau 1 hatte, glaube ich, gegen Cannstatt gespielt und die zweite Mannschaft von Spandau, wir haben gegen Amateur Duisburg, glaube ich, gespielt und Amateur Duisburg war Zweiter der Liga. Was soll ich sagen? Sind wir nach Duisburg gefahren, haben wir gespielt und leider haben wir verloren. Und das war nicht nur das Problem, die sind wirklich ganz gut gewesen, die Amateure damals. Ich hatte keine 2 Viertel lang gespielt. Nach
eine Minute vor dem Ende, zweite Viertel, ich bin mit Dreieraufstellung, habe ich kein Tor geschossen. Damals war Uwe Stetzig Spieler von Amateur Duisburg und er hat mich fertig gemacht. Wir sind wirklich sehr gute Freunde. Und ich bin einfach die zwei Viertel raus, hab ich das Spiel gesehen, wieder nach Berlin. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, am Montag gehe ich wieder zum Schwimmbad und sehr wahrscheinlich die Leute wird mich danken und nach Hause wieder schicken, weil wirklich war keine gute Spiel, keine gute Erfahrung. Aber nee, sind wir alle im Wasser, haben wir trainiert, ganz normal alle. Und wenn das Training zum Ende war, sind wir alle zum einen Gesprächsraum zusammen. Ich konnte überhaupt kein Wort Deutsch. Und die Leute hat auf Deutsch geredet über das Wochenende. Und auf einmal war so eine Tafel, wie du da hinten hast. Und Uwe Gassmann, der Trainer damals, hat auf einmal die Mannschaft geschrieben, die erste 13. Und diese 13 sollten Finale spielen. Und auf einmal war ich da. Wieder in der Mannschaft, als 13. Die haben das zweite Torwart, damals war kein Problem, rausgelassen und ich bin in der Mannschaft drin. Ich war sehr überrascht, weil wie gesagt, ich habe nicht gut gespielt und ein richtiger Spieler von Spandau hat nicht gespielt damals. Und ich war überrascht, aber ich war sehr glücklich, weil ich hatte noch eine Möglichkeit. Und Armando Fernandez am Ende hat mir gesagt, Raul, Uwe Gassmann, wir wissen, du hast wirklich nicht gut gespielt, es ist schwer, auf einmal ein Spiel auf diesem Niveau spielen. Aber in diesen zwei Wochen, du hast gut trainiert, hast du was gezeigt und jetzt ist auch wieder eine Möglichkeit. Woche später, am Wochenende, dann nicht in Duisburg, sondern zu Hause. Und dann mehr oder weniger, ich habe schon die Leute von Duisburg gekannt. Und ich nehme an, auch die Leute von Duisburg waren überrascht und gesagt, ich spiele wieder und war nicht gut. Machen wir bestimmt lieber richtig Press mit Hagen Stamm, mit Armando Fernandez, mit Roland von alle die ganz Guten. Und dann bin ich etwas besser geworden, habe ich ein paar Tore geschossen, habe ich fast das ganze Spiel gespielt und haben wir gewonnen. Und ich war total begeistert. Und nach dem Spiel haben wir gefeiert und am Montag die Leute in Spanien haben mir gesagt, ob ich wollte bleiben, weil es wäre gut, wenn ich weiter mitmache. Und dann bin ich wieder nach Hause, weil, wie gesagt, ich bin wirklich von einem Tag zum anderen Tag nach Deutschland. Ich war schon 3 Wochen, habe ich alles mehr oder weniger zusammengetan. Und das war, glaube ich, im Dezember. Da bin ich noch neues Jahr und Weihnachten zu Hause geblieben. Und dann sind wir im Januar zusammen zum Training. Und seitdem bin ich in Spandau geblieben und wenn ich ehrlich bin, eine von meinen besten Erfahrungen, was ich gemacht habe, ist mit so guten Spielern zusammenzuspielen und habe ich unglaublich viel gelernt, unglaublich viel Spaß gehabt und Gott sei Dank haben wir auch sehr viele Erfolge gehabt. Alles, ne? Und natürlich auch dann die ganzen Erfahrungen, auf die man jetzt natürlich dann im nicht mehr aktiven Traineralltag natürlich dann auch sehr, sehr gut zurückgreifen kann. Ne? Jetzt ist es natürlich so, dass du seit letzten Jahr natürlich bei Wasserfreunde Fulda, das passt zumindest dann wieder vom Namen her, ne? Also Wasserfreunde, dem bist du treu geblieben so ein bisschen. Dann dort wieder als Herrentrainer und U18-Trainer, glaube ich, war es. Ne? Ja. Die beiden Mannschaften engagiert worden. Wie kam es zu dem Engagement jetzt, also zum einen in Deutschland und zum anderen aber auch dann gerade in Fulda? Na gut, wenn ich ehrlich bin, damals, wenn ich wieder zurück nach Mexiko, ich war nicht ganz begeistert. Ich war wirklich in Deutschland damals sehr, sehr gut. Habe ich sehr gut gehabt, habe ich Arbeit gehabt, Wasserball gehabt. Mehr oder weniger konnte ich schon Deutsch reden. Aber damals war ich noch verheiratet, ich bin jetzt geschieden. Und meine Ex-Frau war nicht so angenehm, in Deutschland zu bleiben. Und auch die Mutti von meiner Ex-Frau war ein bisschen krank. Und dann sind wir wieder nach Mexiko. Und eine Sache hat die andere gemacht und sind wir da geblieben.
Aber ich wollte nach Deutschland. In Deutschland fühle ich mich wirklich sehr wohl. Meine 20 Jahre nach Deutschland ist ein bisschen anders geworden, aber trotzdem fühle ich mich sehr wohl. Und ich habe zwei Kinder. Ich habe ein Mädchen, Mariana, 19, und Mauricio, 15. Und weil ich Deutscher bin, ich habe für Deutschland zwei Olympische Spiele mitgemacht, die haben auch Einspruch, sie sind auch Deutscher. Und ich wollte, Mexiko ist wirklich ein sehr schönes Land, aber es ist schwierig im Moment mit Erziehung, mit Schulen, mit Arbeit. Und schon damals, vor 5, 6 Jahren, wollte ich vielleicht wieder zurück. Aber damals, meine Kinder waren nicht ganz begeistert mit der Idee. Und die Leute hier in Deutschland, ich hatte keinen richtigen Kontakt oder Interesse von jemandem. Und was sage ich dir? Vor einem Jahr, auf einmal, ich war sehr überrascht. Die Leute von Fulda hat mich kontaktiert und gefragt, ob ich immer noch Lust hätte nach Deutschland. Und meine Tochter war gerade fertig mit dem Abitur und wollte nach Deutschland. Im Prinzip, meine Tochter wohnt mit mir nicht im Moment. Meine Tochter, vor meiner Entscheidung nach Deutschland, hat sich selber eine Au-pair-Mädchen-Job gesucht in Deutschland, um Deutsch zu lernen und die deutschen Leute kennenlernen. Sie ist in München schon 8 Monate lang und sie ist ganz begeistert. Und wenn sie fertig ist mit seinem Au-pair-Mädchen-Vertrag oder ja, und nach einem Jahr intensiv Deutsch und mit einer deutschen Familie zusammen zu sein, will versucht, in die Uni reinzugehen. Mal gucken, ob das geht, ich hoffe. Und bei mir wohnt mein 15-jähriger Sohn Mauricio. Er war auch fertig mit, bei uns in Mexiko will 6 Jahre in die Schule gehen und heißt Primaria. Und dann 3 Jahre heißt Sekundaria und dann kommen noch 3 Jahre. Das ist mehr oder weniger hier so wie die Realschule, die Abitur oder so. Und er war auch fertig. Und na gut, ich bin geschieden. Aber trotzdem habe ich meine Ex-Frau gefragt, ob ich konnte meinen Sohn mitnehmen. Es wäre vielleicht für ihn eine gute Möglichkeit, Deutsch zu lernen und dann vielleicht in der deutschen Schule und anders probieren. War nicht gerade einfach die Entscheidung. Ich bin sehr dankbar, weil meine Ex-Frau hat am Ende ja gesagt. Und im Prinzip, Wasserball ist sehr wichtig, aber ich bin hier, weil ich glaube, Deutschland kann für meine Kinder eine gute Zukunft bringen oder mindestens meine Kinder kann was Neues lernen und entscheiden, ob in Europa oder Deutschland gut ist oder vielleicht wieder nach Mexiko, aber ich weiß nicht. Aber deswegen sind wir hier und in Fulda, was soll ich da sagen? Die Leute, es ist unglaublich gut, unglaublich nett. Meine Kinder sind ganz, meine Tochter ist ganz begeistert in München, mein Sohn ist ganz begeistert in Fulda. Ja, es ist eine zweite Liga Mannschaft B, aber die Leute hat wirklich Lust. Die erste Mannschaft, im Prinzip, ich habe 4 Spieler, vielleicht 5, über 19 Jahren. Alle anderen in der ersten Mannschaft sind 18, 17, 16. Und macht Spaß. In Mexiko war ich nicht nur Nationaltrainer, viele, viele Jahre. Ich war auch Junior-Nationaltrainer. Ich habe letzte Mal mit der Junior-Nationalmannschaft in Kasachstan, glaube war 2006, Weltmeisterschaft für Mexiko. Schon in einer Weltmeisterschaft zu sein, war wirklich sehr, sehr wichtig und nicht einfach. Und nicht nur. Normalerweise in Junioren-Weltmeisterschaft sind mehr als 20 Mannschaften zusammen. Dieses Mal waren 24. Und Mexiko, letzte Mal in einer Weltmeisterschaft, war 22 oder 23, war fast letzter in das Turnier. Dieses Mal sind wir 12. gewesen. Im Prinzip, wir waren besser wie Kanada, wie Brasil, wie USA. Und normalerweise in diesem Alter spielen wir gegeneinander hier, da in Amerika. Und wir haben immer verloren. Und da war für uns ein sehr gute Turnier. Und dann jetzt mit den Leuten in Fulda bin ich ganz begeistert.
Und in jedem Fall sind nicht so engagiert wie vielleicht Mannschaften in der ersten Liga oder Nationalspieler. Und ich war daran gewöhnt, mit solchen Leuten mitzumachen. Aber trotzdem glaube ich, die sind sehr motiviert. Und es ist leider nach 6 Monaten Turnier, ist diese Sache mit Coronavirus. Und muss man abwarten, aber bis jetzt macht wirklich sehr viel Spaß. Mhm. Aber dann, genau, ist das ja, dann haben ja sehr, sehr viele auch private Geschichten und private Aspekte dann hinterher wirklich sehr, sehr zeitlich gut gepasst, sage ich jetzt mal, mit der Tochter, die sowieso nach Deutschland wollte, der Sohn, der dann mit durfte und du, der ja sowieso im Grunde genommen auch nach Deutschland zurück wollte. Die Situation jetzt natürlich aktuell wegen der Corona-Situation generell im Wasserball ja nicht anders. Das haben wir ja auch in Laatzen dann festgestellt, wo es erst noch hieß, naja, da fällt vielleicht mal so ein bisschen was aus und da müssen wir mal abwarten. Und dann ging es ja hinterher wirklich innerhalb von 2 Tagen hieß es dann erstmal auf absehbare Zeit gar kein Training. Dann war das Bad zu und dann war von heute auf morgen quasi gar nichts mehr möglich. Das ist auch natürlich eine sehr, sehr ungewohnte Situation. Mit der Situation, die du vorgefunden hast, hast du ja gerade schon erwähnt, dass viele von denen, die auch in der Herrenmannschaft, also in der zweiten Liga Süd spielen, dann nicht wirklich Herrenalter schon besitzen, also sind eigentlich Jugendliche oder 18, 19, 20 vielleicht. Das spiegelt ja, denke ich mal, auch so ein bisschen die Philosophie wider, die du als Nationaltrainer oder Jugendnationaltrainer in Mexiko ja auch schon so ein bisschen verfolgt hast. Ne? Also nicht nur ausschließlich mit älteren Herren, nenne ich es jetzt mal, arbeiten wollen, sondern auch mit dem mit der Jugendmannschaft, mit dem Nachwuchs und die dann quasi ranführen. Na gut, das ist was anderes, ne? Mit Herren als mit Jugend arbeiten. Aber macht wirklich sehr viel Spaß, wenn die Jugend Lust haben. Und hier in Fulda vor mir, die Leute haben ja gesagt, die trainieren 2-3 Mal die Woche, wenn gut geht. Jetzt versuchen wir 3-4. Daran gewöhnt, jeden Tag und ab und zu vormittags. Und da kannst du wirklich viel beibringen. Und du weißt, wie das Wasserball heute ist. Es ist sehr athletisch und muss man auch sehr viel trainieren und so. Und ich glaube, das sind wir jetzt. Es ist nicht viel unbedingt mit Wasserball, sondern die Leute sollten lernen, wenn die Leute Lust hat, ein bisschen besser werden und in eine bessere Liga spielen, dann muss man ein bisschen mehr trainiert und das ist nicht einfach. Ne? Die Leute in Deutschland wirklich, Gott sei Dank für Deutschland, hat ganz gut und da musst du immer mehr oder weniger mit private andere Sachen machen. Die haben das Sozialleben ganz gut in Deutschland und auch zu Hause mit Videos und die Leute hat mehr oder weniger Möglichkeit reisen und dann die Leute einfach in Wasser halten und jeden Tag trainiert, ist nicht so einfach. Ich lerne es selber ein bisschen davon. Aber na gut, wir sind dabei. Wir sind dabei, das Beste rauszuholen. Ne? Ja, das geht uns oder mir ja auch so, dass man halt heutzutage immer wieder feststellt, also auch in der Jugendarbeit extrem, wenn man den Vergleich zu sich selber so ein bisschen sieht, von vor 20, 30 x Jahren, wie das damals war, also diese ganzen Rahmenbedingungen und Ablenkungen, wie irgendwelche Konsolen, irgendwelche Handys, Tablets und tralala, diese ganzen Technik, die gab's halt nicht. Ne? Und dieses klassische Beispiel, wenn man früher quasi aus Hannover oder aus Laatzen irgendwo nach Cannstatt oder nach Ludwigsburg gefahren ist, in dem jeweiligen Alter dann natürlich, hat man hinterher kein Handy gezockt wie heute, sondern auf der Rückfahrt gab es dann halt das ein oder andere Kaltgetränk, sagen wir es mal so, und man hat sich miteinander unterhalten. Ja, also das ist das, was heutzutage bei Jugendfahrten dann wirklich extrem auffällt im Vergleich zu früher, dass jeder die ganze Zeit irgendwo vor irgendeiner Kiste sitzt. Ja, und das sind halt so die ganzen anderen Rahmenbedingungen, denke ich mal, die du auch meinst. Ja, in jedem Fall ist anders. In jedem Fall ist viel anders. Aber ein paar Mal sind wir, von Fulda, wir sind in der Mitte von Deutschland. Wir fahren überall mit Bussen. Und am Anfang war, wie du gesagt hast, aber langsam, wir reden ein bisschen im Bus. Wir haben sogar gesungen. Da war schon
paar Sachen, wo wirklich Spaß gemacht haben. Aber mehr, wenn die Jungs schon mit Wasserball beschäftigt sind, die sind voll dabei. Das Problem ist Montag bis Freitag mit alles, was heute gibt, irgendwie kämpfen, weil die Leute, oder ich versuche mindestens, die Leute zu motivieren und ein bisschen mehr trainieren. Weil es ist egal, wie guter Trainer du bist oder wie gute Spieler du sind, wenn du nicht trainierst, es ist schwer, Wasserball zu spielen oder richtige Wasserball zu spielen. Und na gut, wie gesagt, im Moment sind wir dabei. Genau. Und wenn wir jetzt nochmal zu der zweiten Liga Süd zurückkommen, ich meine, ihr seid natürlich da auch in einer etwas größeren Liga als im Norden beispielsweise, wo es ja relativ überschaubar ist mit den Mannschaften, die in der zweiten Liga hier im Norden spielen oder gemeldet haben. Wie ist da, hattest du da schon Möglichkeiten, dich mit der Konkurrenz irgendwie zu beschäftigen? Also wer sind da die Konkurrenten? Ja, na gut, wir haben fast mit jeder gespielt und ich nehme an, glaube München im Moment und glaube Cannstatt sind ganz vorne dabei. Ich habe noch nicht gegen Cannstatt gespielt. Bei uns im Moment das Wichtigste ist, über uns zu denken und lernen und zusammen spielen. Wir haben zum Beispiel dreimal gegen München gespielt. Haben wir zweimal die Liga und einmal die Süddeutsche Pokal. Und die erste Mal, München hat uns wirklich zu Hause mit mehr als 10 Tore gewonnen. Aber dann sind wir im Pokal nach München und sind wir, glaube ich, 16-14 oder sowas. War schon ganz eng. Und haben wir zum Beispiel gegen Friedberg zu Hause verloren mit 5-6 Toren und auf einmal zwei. Es ist komisch, wie die Liga hier gespielt, weil ab und zu spielst du eine Woche gegen eine Mannschaft und dann nächste Woche wieder gegen diese Mannschaft. Es ist nicht so wie die erste Liga, wo normalerweise spielst du gegen alle und dann kommt die zweite Runde. Aber na gut, zum Beispiel haben wir gegen Friedberg zu Hause mit 5 Tore verloren. Dann sind wir dahin gegangen und haben ja mit 5 Tore gewonnen. Das ist, die Jungs lernen schon und das macht Spaß. Und ich lerne auch, weil jedes Mal, wenn ich in eine Schwimmbad gehe, ist für mich die Leute ist neu. Und so viel Videos oder Wasserball von zweiter Liga Süd oder ist nicht viel, um die Leute kennenzulernen und so. Aber macht Spaß, haben wir wirklich manchmal keine Chance gehabt, aber mittlerweile haben wir auch auswärts mehrere Mal gewonnen, wo, so wie ich gehört habe, letztes Jahr, glaube ich, die Mannschaft hat auswärts noch nicht gewonnen. Aber leider haben wir auch zu Hause verloren, wo normalerweise sollten wir nicht. Aber wie gesagt, unsere Mannschaft ist sehr jung. Und muss man das auch lernen? Muss man nicht nur lernen, schießen und schwimmen und kämpfen, sondern auch ein bisschen muss man oder lernen, nicht die Nerven zu verlieren und solche Sachen nur mit der Zeit. Und schade jetzt diese Sache mit dem Coronavirus, weil seit über 6 Wochen kein Wasserball mehr. Und ich vermisste schon wieder ein bisschen mit Wasserball beschäftigt sein. Ja, ich glaube, da sitzen wir alle so, die mit dem Wasserball irgendwie ein bisschen zu tun haben, irgendwie im selben Boot, glaube ich mal, ne? Dass man das jetzt teilweise ja schon nach ein paar Tagen vermisst. Und wenn dann wirklich so eine Geschichte wie jetzt aktuell passiert, wirklich weltweit nichts mehr geht und das dann über Wochen, das ist dann schon mal eine ganz andere Hausnummer. Aber was du sagst mit dem, dass ihr ja im Vergleich zu der Vergangenheit vielleicht mit Fulda jetzt schon gegen Mannschaften gewinnt oder besser aussieht, weil die Leute relativ schnell lernen, zeigt ja auch schon, dass man, denke ich mal, auf dem richtigen Weg ist. Und ich sag mal, wenn man auswärts gewinnt und dann zu Hause das dann irgendwann nachholt, ne? Also ich kann mich jetzt nur an die Zeit, wo wir in Fulda öfter mal gespielt haben mit Larsen erinnern, das ist ja dann schon in der kleinen Halle mit der niedrigen Decke, glaube ich, ja auch schon Hexenkesselartig, um das jetzt nochmal, dieses Klischee zu bedienen. Also wenn da Rambazamba in der Bude ist, war das so, was ich aus der Erinnerung mir noch so hervorrufen kann, immer sehr laut. Also das ist, denke ich mal, schon dann auch ein Vorteil, wenn man jetzt oder wenn die Mannschaft lernt, ranführt, Erfahrungen sammelt und dann
plus das Publikum, plus kleine Halle, Atmosphäre, genau, dann vielleicht nochmal so ein bisschen gepusht wird. Kann ja eigentlich nur in die richtige Richtung gehen. Ja, in jedem Fall. In jedem Fall. Wie gesagt, ich war ganz zufrieden. In jedem Fall die Trainer. Du willst immer mehr und du willst immer gewinnen. Aber ich glaube, die Jungen waren immer besser. Aber es ist zu wenig Zeit. Wir brauchen noch mehr Zeit. Und wir müssen spielen, um Wasserball zu spielen. Richtig zu spielen, musst du einfach Wasserball spielen. Schwimmen kann so viel und Krafttraining kann so viel und Schießen kann so viel machen, aber wenn du nicht Wasserball spielen kannst und das Gute dabei ist, muss man ehrlich sagen, diese 8, 9 Leute in der ersten Mannschaft unter 18 Jahre alt, die spielen auch U18 und das war schön, weil die hatten gespielt U18 und dann die haben gespielt auch in der ersten Mannschaft, haben wir ein bisschen mehrere Spiele gehabt als eine normale Spieler in der ersten Mannschaft nur und das war schön, das war gut, aber na gut, braucht man immer noch, wenn du 18 Jahre bist, 17, 16, brauchst du immer Zeit und ich hoffe, die Leute nach dem Coronavirus bleiben mit Lust und mit Zeit zum Wasserball, weil das ist auch in Deutschland 18 Jahre alt zu sein, heißt Abitur fertig und dann vielleicht will ich irgendwo anders gehen oder was anders machen. Das weiß ich nicht, was wird. Aber na gut, dann haben wir auch 17-Jährige und 16-Jährige und auch ein paar Alten auch. Ich freue mich, wenn wir nochmal ins Wasser trainieren können. Ja, das kommt relativ, ich bin da relativ optimistisch, dass das relativ bald dann hoffentlich wieder, vielleicht auch, wenn es nur eingeschränkt ist, möglich ist, weil, wie gesagt, im Moment so nach 6 bis 8 Wochen geht es einem dann schon so ein bisschen ab, das Ganze mit dem Thema Wasserball. Würde es mich freuen, wenn wir uns vielleicht mal in Hannover oder Laatzen zu irgendeinem Relegationsspiel, DWL gibt es ja auch hoffentlich bald wieder. Hat man ja in Laatzen auch schon einige Erfahrungen mit Zweitliga-Aufstiegen und Erstliga-Aufstiegen. Von daher ist es ja auch immer so eine finanzielle Frage dann am Ende. Ne? Wird bei euch wahrscheinlich ähnlich sein, dass selbst wenn man die sportlichen Voraussetzungen hat und sich sportlich qualifiziert hat, dann immer noch überlegen muss, kann ich mir das überhaupt finanziell leisten? Ne? Und das ist dann auch nochmal so ein anderer Aspekt. Aber der wird jetzt, glaube ich, heute wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Von daher danke ich dir erstmal sehr, sehr für deine Zeit. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke dir, mir auch. Genau, und dann sehen wir uns hoffentlich mal persönlich dann in Laatzen oder wo auch immer. Ich meine, wir bleiben in Verbindung. Ich bedanke mich und bestimmt werden wir uns irgendwo bei Wasserball sehen. Wie es halt immer so ist, man sieht sich immer. Genau. Danke dir erstmal. Danke. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Das war sie auch schon wieder, die zweite Episode des Waterpolo Expert Talk Podcastes. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid nächstes Mal auch wieder dabei. In 2 Wochen treffen wir uns dann wieder mit dem nächsten spannenden Gesprächspartner. Ihr dürft weiterhin gespannt sein, wer es ist. Alle aktuellen Neuigkeiten und Infos bekommt ihr auch auf der Facebook-Seite. Werdet Fan, liked die Page, leitet sie weiter, teilt den Link zum Podcast mit eurem Netzwerk. Bis dahin, bleibt gesund und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder.